So, also darum. Wir müssen jetzt ganz nach oben, dritte Etage. Und da war ein Raum, wo wir nicht reinkamen. Neben diesem Schalterrätsel, da waren drei Schalter und dann mehrere Gatter. Die Schalter musste man in der richtigen Reihenfolge drücken und die Gatter aufgingen. Und daneben war die Tür, die ich meine. So, hoch. Gleich gucken, ob der Zauber noch hält, weil finden wir ja trotzdem unterwegs noch irgendwas. Das wäre ganz schick. 11 noch. Schlüssel. Was? Da ist noch eine Tür. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel? Was? Wurden die Schlüssel vielleicht weggeworfen, als wir den Dungeon beendet haben? Das wäre nicht schön. Oder wir kriegen jetzt in diesem abgeschlossenen Bereich hier hinten einen Schlüssel und können damit das da hinten machen. Läuft gleich aus. Kein Secret. Wie kommt man da hin? Von hier, von da und von da oben eventuell. Gut. Hier. Ne. Nichts anklickbar. Okay. Also wieder zurück. Ganz außen rum. Und versuchen von Norden an dieselbe Stelle ranzukommen. Gehe gerade. Hier ist richtig. So, durch die Küche durch, hier rum, darum, darum. Von dem Fitzel aus bringt das nichts, oder? Ne, hier war nur ein Schalter, den hatten wir aber schon gedrückt. Da ist eine Sackgasse mit einem Dingens drin gewesen, brauchen wir auch nicht. Einen Schalter brauchen wir auch nicht. Hier. Hier in dem. Aha. Sehr schön. Gegner. Komm her. Warten, 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 warten. Warten, 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 warten. Warten, 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 warten. Ups. Du. Verteidigen. Hallo. Feuerball. Britzel. Hauen, hauen. Genau, einfach mehr. Hauen. Feuer. Das war's? Oh, hallo. Husch. Ja, schießt alle einmal auf uns, ist nicht so schlimm. Alle dann nicht. Warten, 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 warten. Drück. Husch. Sehr gut. Oh. Kommen ja immer mehr hier. Immer, immer mehr. Wow. Hauen, hauen. Schmettern, brennen, weg. Jetzt gib mir Loot. Ganz viel Loot. Da ist schon mal eine Kiste. Das ist die Tür, die wir nicht öffnen können. Du. Ha. Oh, 1000 Gold und zwei Ringe, die 400 wert sind. Und ein Bronzeschlüssel. Ah, sehr gut. Genauso wie ich meinte. Also irgendwo da hinten, wo wir es markiert hatten, war ja noch eine Tür. Da will ich jetzt hin. Da. Also ein Schlüssel in einem Secret, das zu einem weiteren Secret führt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Je verschnörkelter solche Sachen sind, desto besser.
Idealerweise finden wir jetzt hier einen Schlüssel, den wir später im fünften Akt in irgendeiner Nische brauchen würden. Dann wäre es perfekt. Oder andersrum. Im fünften Akt irgendwas finden, was man im ersten Akt in einem Dungeon braucht. Ah, ich wollte gerade sagen, das war jetzt alles für ein Buch. Ha, Tränke, 500 Gold, 500 Gold Amulett und zwei magische Sachen. Alles mit. Judy, das ist doch mal schön ausgegangen. Du machst trotzdem noch einmal den, für den Fall, dass wir irgendwo vorbeilaufen. Und wir rennen jetzt zurück, beziehungsweise hoch zur nächsten Ebene. Hier ging es runter, ne? Ja. Wir gehen aber hoch zur nächsten Ebene. Da ist ein Thronsaal. Sagen dann dem Falkner Bescheid. Oder dem Greifner, besser gesagt. Dass wir gerne zur Elementarschmiede wollen. Dann bringt ihr uns dahin. Dann können wir da ganz normal weitermachen. In dem Wissen, dass wir alle vorherigen Dungeons abgeklappert haben. So, hier rum, da hoch. Obwohl, hier im dritten Stock könnte auch noch was sein. So viel dazu, dass ich nicht den ganzen Dungeon durchgehen will. Das ist halt ein bisschen verlockend. So, du Zauber. So, das ist alles offen. Nix. 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 Ja, und da ist schon der Burgsaal. Hier war irgendwo der Bossraum, den will ich mir mal kurz angucken. Genau hier. Nö. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Schatzkammer. Auch nix, nö. Okay, ab zum Thronsaal. Darum, 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 darum. Hier. Thronsaal betreten. Wo ist der Falk, ne? Ach so. Weil wir manuell hier drin sind, müssen wir jetzt auch von Hand quasi zum Falknerraum laufen. Aber das war nicht weit, das war hier gleich um die Ecke. Dann können wir auch mal kurz ein, zwei Räume angucken. Nee. Ah, hier könnte auch Secret sein. Nee. Ah, das Rumspringen auf die... Zack, pop, 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 pop. Nee, nix. Okay. Dann bringen wir uns zur Schmiede der Elemente. Jetzt. Aber war eine nette Ablenkung. Also jetzt eine halbe Stunde oder so die ganzen alten Sachen abklappern. Hat gut was gebracht an Loot. Auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Nicht wirklich viel, aber ein paar. Und jetzt können wir schön erfrischt, ja, schön erfrischt da reingehen. Klick. Und hier drin auf jeden Fall von vornherein das flüsternde Schattending durchgehend aktiv haben. Weil wir nichts verpassen. Und dann später das Ganze nochmal machen müssten oder so. Dim, 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 dim. Nix. Noch eine Tür, wo man Schlüssel braucht. Aber die ist ja gut hervorgehoben durch die Doppelstriche da. Und da geht's weiter. Also einen anderen Bereich. Sehr komisch. Oh, Truhe. Magie aufheben. Bewirkt bei Benutzung einmal den Zauber Magie aufheben. Bei allen Gruppenmitgliedern werden alle positiven und negativen Effekte aufgehoben. Oh, goldener Schlüssel. Britzel, Schutz, Feuerball. Britzel, Schießen, Feuerball. Britzel, Schießen, nicht Feuerball. Fertig. Goldener Schlüssel. Okay, wir müssen also nicht... Stopp, du machst Schatten. Wir müssen also nicht in den nächsten Bereich, sondern können hier gleich weitermachen. Bist du für hier? Nein. Bist du für hier? Nein.
Dann müssen wir links reingehen. Aber es führt doch bestimmt zum selben Raum. Klick. Klick. Was? Ah, oh. Hallo, abgefahrener Raum. Britzeln. Hauen. Feuerball. Du. Du hast doch deinen Giftzauber, warte mal. Hier, Giftsprühe. Steinhaut. So, euch vergiften wir. Du tickerst jetzt hoffentlich tot. Da, Feuerball. Yeah, Blitzstrahl. Okay, du kriegst auch einen Schlag ab. So. Er tickt. Müsste gleich tot sein. Okay, du hast keine Zauberpunkte mehr. Das ist nicht so schön. Schießen. Wurzeln. Schutz. Du bist tot. Ran da. Autsch. Weg, weg, weg. Hui. Schlafen. Ja, auch schlafen. So. Das sind Luftelementare, glaube ich. Da sind auch Luftelementare. Warte mal, du hast doch gerade so einen schönen neuen Zauber bekommen. Also erstmal testen wir mit 7 Runden lang plus 4 gegen alles. Hier müsste noch hier sein. So. Jetzt haben wir Luft 14. Jetzt zaubert sie Luftabwendung. 26. Der volle Wert hiervon. Also die stacken miteinander. Sehr gut. So, Luftschaden macht Schaden bei denen. Ah, es ist ein Lichtelementar und kein Luftelementar. Schutz. Feuer. Steinhaut. Wow. Okay. Du zauber bitte Schutz vor Licht, wenn du das hast. Hast du natürlich nicht. Gerugon muss Zauber kaufen. Und Lichtexperte werden. Du machst trotzdem eine neue Rüstung. Du machst das. Du machst Regeneration. Okay, wir müssen jetzt ein Feld näher ran, damit er seinen Feuerball machen kann. So, du brauchst Rüstung, du brauchst Feuerball, du tickst noch mit der Regeneration, die Steine ist auch noch da, also machst du Schaden. Abwendung ist da, Luftabwendung ist da, also machst du auch Schaden. Du hast keine Zauberpunkte mehr. Schießt. Feuerball. Regeneration tickt nicht mehr, also neue Regeneration und Blitz. Was? Was? Ellen ist bewusstlos und gerade wieder aufgewacht. Das war ein Schock, ha? Huh? Feuerball. Du kannst nicht mit Regeneration gegenheilen. Regeneration ist ein Langzeitheilzauber. Nee. Geh töten. Warum schießt ihr nicht auf die da? Ich würde echt gerne im Fernkampf mein Ziel auswählen können. So ein wenig suboptimal. Gut, sie sind nicht auf ihr lang gegangen. Du Feuerstrahl. Tot. Und tot. Ülalü. Schlafen. Also doch, das Spiel zieht langsam etwas an. Was aber auch gut ist. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Das sieht aus wie ein Lichtschlüssel. Also Licht oder Feuer. Aber da hier Lichtelementare waren, wahrscheinlich eher Licht. Und das ist definitiv High Fantasy. Also falls ihr die Begrifflichkeiten kennt. Es gibt Fantasy-Welten, die sind noch ziemlich moderat. Also da gibt es teilweise nicht mehr Magie. Das hier...
ist nicht so eine Welt. Hier ist Magie anscheinend etwas sehr Alltägliches. So, Schutz. Du wolltest Schutz gegen alles machen. Du verbrennst die sehr gut sogar. Du machst Schutz gegen das. Was? Was? Lauf, Forrest! Ja, das Problem ist nur, ich kann nicht fliehen mit ihm. Ja, okay. Es wird tot. Elite Luftelementar. Bye bye.